Also, die Geschichte spielt vor dem Stadion. Während Volker sich aus seinen langen Haaren einen Dutt machte, beobachtete Robin den singenden Finke im Baum, wie er seiner Vogelfamilie einen Streich spielte. Obwohl Sascha ein Fahrrad hatte, riet er viel lieber mit dem Pferd zum Training. Haogo war erst gar nicht im Training, er spielte lieber Dennis. Alexander ist nicht im Training, weil er schon seit Wochen einen schrecklichen Schnupfen hat. Man hört aus der Kabine nur, ja Schwili, Skitty Schwili, komm ja Schwili, ah Draschi. Ja, der Trainer war schon langsam genervt, hat gesagt, sorry, wir versammeln uns jetzt alle im Mittelkreis, ich habe noch ein paar Fragen. Erstens, wie nennt man Tal, das, in dem rote Blumen wachsen? Meldet sich einer und sagt, ja, ein Rosental. Den kennt man, ja, manche kennen ihn noch. Wie nennt man Stift, der auf der Insel Bali hergestellt worden ist? Kulibali. Schmied, wolltest du nicht Schuster werden? Macht nichts zur Sache. Vielmehr ist die Frage, wer kümmert sich nach dem Training um den Rasen? Mimedi, alles weg. Alles, Mimedi, alles weg. Währenddessen fragte Nils, kannst du mir einen Roman zum Lesen ausleihen? Nee, den Bürg geht dir nie. Aber mir gefällt das Buch Petersen und Findus so gut, sagte Nils. Er ist übrigens Holgers Sohn. Nils Holger, ja. Auf einmal sieht man Oliver auf einem Kahn die Traisam runterfahren. Er will weiter zur Brauerei Ganter, weil er da wohl auf ein Bier hofft. Er wollte eigentlich im Basler Zoo sich den Löw anschauen und Christians Ziege und Philipp Slama. Und seit neuestem, ich weiß nicht, die FIFA-Zocker kennen unter euch, kann man die Konsole manuell einstellen, das ist aber neuer. Und Leute, ich wette 20er drauf, dass es mit dem DFB in den kommenden Tagen den Niersbach runtergeht. Ich weiß, die Wortspiele sind platt, aber nur Sepp ist platter. In diesem Sinne, wenn es Ihnen gefallen hat, mein Name ist Jürgen Lindberger, wenn nicht, Andreas Müller von SWR3.